Guten Tag. Hunde, anders als ich beispielsweise, sind echte Party-People. Also ich feiere auch gern. Aber bei einem Hund, da brauchst du nur so zu tun, als wäre was Tolles passiert. Flippt direkt aus, tanzt rum. Yeah, yeah. Und freut sich. Und eigentlich weiß er gar nicht, was los ist. Freut sich nur, weil du dich freust. Freut's auch, wenn du es so tust. Das wird sich freuen. Nicht ganz helle, aber freuen sich. Ja, vielleicht erreichen wir ja auch mal diesen Status. Nach einiger Zeit ruft Elesius, dass er seinen Koffer gepackt habe und fertig sei. Er selbst steht auch fertig da und will mitkommen. Er hat einen schönen blauen Anzug an und trägt einen weißen Kragen um den Hals, Galoschen an den Füßen und einen Spazierstock in der Hand. Allerdings kommt er so mehr als 2 Tage zu früh für das Postboot, aber das macht nichts. Er kann ja im Dorf so lange warten, es ist ganz einerlei, wo er sich aufhält. Vater und Sohn fahren ab. Der Ladendiener Andresen steht unter der Ladentür und wünscht glückliche Reise. Der Vater ist besorgt für seinen Sohn und will ihm den Sitz allein überlassen, aber Elesius lehnt sofort entschieden ab und setzt sich neben den Vater. Sie kommen am Reiterblick vorbei. Da fällt es Elesius plötzlich ein, dass er etwas vergessen hat. Prrr! Was denn? Fragt der Vater. Oh, es ist der Regenschirm. Elesius hat seinen Regenschirm vergessen. Das kann er nicht offen sagen, deshalb sagt er nur, das hilft jetzt nichts, fahr zu. Wollen wir nicht umkehren? Nein, fahr zu. Aber es war eine verwünschte Sache, dass er auch so vergesslich sein musste. Es kam von der großen Eile, weil der Vater über die Felder wanderte und auf ihn wartete. Nun musste sich Elesius aber, wenn er nach Trondheim kam, einen neuen Regenschirm kaufen. Es tat ja auch nichts, wenn er 2 Regenschirme hatte. Aber es ist so ärgerlich auf sich selbst, dass er abspringt und hinter dem Wagen hergeht. Auf diese Weise können die beiden nicht viel miteinander reden, weil sich der Vater nun bei jedem Bord umdrehen und über die Achsel reden muss. Der Vater fragt, wie lange bleibst du weg? Und Elesius antwortet, 3 bis 4 Wochen etwa. Der Vater spricht seine Verwunderung aus darüber, dass sich die Leute in den großen Städten nicht verirren, aber Elesius sagt ihm, er sei selbst an die großen Städte gewöhnt, er habe sich noch nie verirrt. Nun meint der Vater, es sei eine Schande, dass er allein auf dem Wagen sitze und er sagt, du musst eine Weile fahren, ich mag nicht mehr. Elesius will jedoch seinen Vater um keinen Preis von dem Sitz vertreiben und steigt lieber selbst wieder zu ihm auf. Aber vorher halten sie eine Mahlzeit aus, des Vaters schönen Mundvorrat. Dann fahren sie weiter. Endlich kommen sie zu den beiden Ansiedlungen, die am weitesten unten im Tal liegen, und man merkt jetzt wohl, dass man in der Nähe des Dorfes ist. Auf beiden Neusiedlungen hängen wahrhaftig an dem kleinen Stubenfenster, das nach der Straße geht, weiße Vorhänge, und auf dem Dachfirst des Heubodens ist eine kleine Stange für die Flagge zu Ehren des 17. Mai aufgepflanzt. Das ist der Isaac selbst, sagen die Leute der beiden Ansiedlungen, als sie die beiden Reisenden sehen. Endlich vermag Elesius, seine Gedanken so weit von seiner eigenen Person und seinen eigenen Angelegenheiten abzulenken, dass er fragt, was hast du eigentlich heute vor? Eigentlich nichts Besonderes, erwidert sein Vater. Aber Elesius reiste ja jedenfalls ab, so konnte es also nicht schaden, wenn er erfuhr, was der Vater vorhatte. Die Jensine vom Schmied will ich holen, erklärt der Vater. Ja, gesteht er wirklich zu. Musst du dir selbst die Mühe machen? Hätte der nicht Sievert fahren können? Fragt Elesius. Seht, Elesius verstand es nicht besser. Er meinte also, Sievert werde Jensine mit dem Wagen holen, nachdem sie einmal so hochmütig getan hatte und von Selandra fortgegangen war. Nein, es war letztes Jahr mit dem Heumachen gar nicht gegangen. Inga hatte sich allerdings sehr daran gehalten, wie sie versprochen hatte. Leopoldine tat auch ihre Arbeit und dazu hatten sie auch den Heurechen, der von einem Pferd gezogen wurde. Aber das Heu war zum Teil schweres Timotheusgras und die Wiesen weit von zu Hause entfernt. Selandra war jetzt ein großes Gut,
Die Frauen hatten dort anderes zu tun, als Heu zu machen. All das viele Vieh musste versorgt werden. Das Essen musste zur rechten Zeit fertig sein. Das Buttern und Käse machen war zu besorgen. Desgleichen das Waschen und das Backen. Mutter und Tochter schafften sich gar zu sehr ab. Einen solchen Sommer wollte Isaac nicht noch einmal erleben. Er bestimmte kurz und gut, dass Jensine wiederkommen solle, wenn sie zu haben sei. Inga hatte jetzt auch nichts mehr dagegen. Sie hatte ihren Verstand wieder und sagte, meinetwegen, mach es, wie du willst. Oh, Inga war jetzt gefügsamer geworden. Es ist keine kleine Sache, wenn man seinen verlorenen Verstand wiederkriegt. Inga hatte keine heiße Glut mehr zu verstecken, keine innere Leidenschaft mehr im Zaum zu halten. Der Winter hatte sie abgekühlt. Sie hatte nur noch Glut genug für den Hausgebrauch. Sie fing jetzt an Körperfülle zuzunehmen. Schön und stattlich sah sie aus. Es war merkwürdig, wie wenig sie alterte. Sie wurde nicht stückweise alt und welk. Vielleicht kam es daher, weil sie erst so spät aufgeblüht war. Gott mag wissen, woher alles kommt. Nichts hat nur eine einzige Ursache. Alles hat eine Ursachenreihe. Und hatte nicht Inga das größte Lob bei der Frau des Schmieds? Was konnte die Schmiedfrau ihr vorwerfen? Durch ihr verunziertes Gesicht war sie um ihren Lenz betrogen worden. Später war sie in künstlicher Luft versetzt worden und dadurch waren ihr 6 Jahre ihres Sommers gestohlen. Da sie aber doch heißes Blut hatte, musste ihr Herbst wilde Schösslinge treiben. Inga ist besser als so eine Schmiedfrau. Zwar ein bisschen beschädigt, ein bisschen verzerrt, aber eine gute Natur, eine tüchtige Natur. Vater und Sohn fahren weiter. Sie fahren an Brede Olsens Herberge vor und führen das Pferd in den Schuppen. Es ist Abend geworden. Sie selbst gehen ins Haus. Brede Olsen hat dieses Haus gemietet. Es ist eigentlich ein Nebengebäude, das dem Kaufmann gehört. Jetzt sind 2 Stuben und 2 Schlafkammern darin eingerichtet. Es ist ganz erträglich und die Lage ist gut. Das Haus wird von Kaffeegästen besucht und außerdem von den Leuten in der Umgegend, die mit dem Postschiff fahren wollen. Brede scheint wirklich einmal Glück gehabt zu haben. Er ist auf den richtigen Platz gekommen und das hat er seiner Frau zu verdanken. Bredes Frau kam auf den Gedanken, dieses Kaffeehaus und diese Herberge einzurichten, als sie während der Versteigerung auf Breiderblick Kaffee verkaufte. Das war damals sehr unterhaltend gewesen. Es war angenehm, Münze zwischen den Fingern zu haben, bares Geld. Sie sei hierher gekommen. Seit sie hierher gekommen sind, ist alles gut gegangen. Die Frau verkauft jetzt im Ernst Kaffee und beherbergt allerlei Leute, die kein Dach über dem Kopf haben. Sie wird auch von den Reisenden recht gelobt. Natürlich ist ihre Tochter Kathrine, die jetzt ein großes Mädchen und eine flinke Aufwärterin ist, eine gute Hilfe. Aber ebenso natürlich ist es nur eine Zeitfrage, bis wann die kleine Kathrine nicht mehr im Haus ihrer Eltern sein wird. Aber inzwischen geht es ganz ordentlich mit dem Umsatz. Das ist die Hauptsache. Der Anfang war entschieden gut gewesen und hätte noch besser sein können, wenn sich der Kaufmann genügend mit Brezeln und Spekulatius zum Kaffee vorgesehen hätte. Da saßen nun alle Leute, die den 17. Mai feiern wollten und riefen vergebens nach Kuchen zum Kaffee. Kaffeekuchen! Da lernte es der Kaufmann, sich mit Backwaren für die Feste des Dorfes zu versehen. Brede und die ganze Familie leben von diesem Betrieb, so gut es geht. Zu gar vielen Mahlzeiten gibt es nichts als Kaffee mit übrig gebliebenen Kaffeekuchen. Aber auch hält das Leib und Seele zusammen. Die Kinder bekommen davon ein feines, ja sozusagen ein verfeinertes Aussehen. Es haben nicht alle Kuchen zum Kaffee, sagten die Leute im Dorf. Der Familie Brede scheint es gut zu gehen. Sie halten sogar einen Hund, der bei den Gästen herumschleicht. Bissen erschnappt und fett wird. Was ist doch ein fetter Hund eine Anpreisung für die Verpflegung dieser Herberge? Brede Olsen also nimmt die Stelle des Hausherrn in diesem Betrieb ein und hat sich auch nebenher emporgearbeitet. Er ist wieder der Bergleit, der Begleiter und Amtsdiener des Lenzmanns geworden und hatte in dieser Stellung eine Zeit lang viel zu tun. Aber letzten Herbst hat seine Tochter Barbro mit der Frau Lenzmann Streit bekommen, wegen einer Kleinigkeit, gerade rausgesagt, wegen einer Laus. Und seit der Zeit ist auch Brede bei der Herrschaft nicht mehr gern gesehen.
Aber Brede hat dadurch nicht viel verloren. Er hat andere Herrschaften, die ihn gerade um die Frau Lenzmann zu ärgern aufsuchen, sodass er als Doktor Kutscher ein gesuchter Mann ist und Frau Pfarrer hat gar nicht so viele Schweine, als sie Brede gerne schlachten lassen würde. Das sind seine eigenen Worte.